So, da bin ich wieder. Bitte entschuldigt die Pause. Ich habe euch zum Thema Fahrwerk hier ein Video versprochen. Das werde ich jetzt auch noch mal machen. Ich werde das allerdings etwas anders machen, wie ihr es wahrscheinlich gewohnt seid. Ich habe nämlich beim letzten Mal bei den ganzen Videos das falsche Format verwendet und einmal ist das Mikro ausgegangen. Sprich, ich werde das ganze Thema jetzt noch mal aufgreifen zum jetzigen Stand. Wir haben jetzt mittlerweile Ende Juni. Stimmt gar nicht. Wir haben schon Juli. Wir hatten in den letzten 2 Monaten bzw. letzten 2,5 Monaten war es bei mir sehr turbulent, auch aufgrund der Vorbereitung für diverse Treffen, die wir machen. Classic 80s im Juni war sensationell, also das größte Audi 80, Audi 90 Treffen im Gröbern war zum zweiten Mal und bei über 150 Autos, ich glaube 157 waren es und 71 Audi Cabrios. Glaube ich, dass wir nächstes Jahr das Ganze wieder umsetzen werden. Und wir haben auch schon einen neuen Termin. Und das war natürlich etwas stressig. Aber das Wochenende, Mikro noch an. Das Wochenende an sich war sensationell. Es war halt viel Vorbereitungszeit. Deswegen bitte entschuldigt, dass ich das Video jetzt noch nicht fertiggestellt habe. Das nächste Treffen ist jetzt das Summer Meeting in Herrenschried im Schwarzwald vom Dirk Strittmatter. Da kennt ihr ja auch das Video in der Playlist unten. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass ich jetzt in 2 Wochen werde mit Daisy runterfahren. Allerdings nicht auf Achse, dafür ist der Motor zu frisch. Denn, Spoiler-Alarm, Daisy ist fertig, ist zugelassen und hat TÜV. Und das seit 3 Tagen. Und komme ich dann aber später dazu. Aber ich will damit sagen, hier ist eine ganz große Zeitspanne dazwischen. Vom eigentlichen Videothema Fahrwerk bis hin jetzt zur Vorbereitung für den TÜV-Termin. Deswegen fangen wir einfach an und ich blende euch immer dazu was ein zum Thema Fahrwerk aus dem eigentlichen Videoschnipsel, die im falschen Format aufgenommen worden sind. Ich hatte euch ja gesagt, ich habe ein KW V2 in dem Wagen drin. Wer sich mit KW auskennt, das ist in der Variante für das Cabrio, was es da gab, war es in der Variante vorne härter verstellbar. Es waren vorne Koni-Dämpfer verbaut. Hinten waren Dämpfer von KW, ich weiß jetzt nicht, ob Alco oder was anderes verbaut. Später hat KW dann die eigene Dämpferherstellung in die Produktpalette genommen, aber bei dem Fahrwerk waren noch alte gelbe Konis drin. Ich habe euch ja erzählt, dass der Axel Scherber mir sein gebrauchtes KW V2 verkauft hat mit der Aus Ich habe ja schon immer in der Vergangenheit gesagt, ich verstehe nicht, warum manche mit diesen neuen Fahrwerken nicht so tief kommen. Vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick. Die alten Fahrwerke wurden früher von KW einfach die Federbeine quasi abgeflext, da wurde eine Gewindestange draufgesetzt und der Halter wurde umgeschweißt, der wurde ein Stück tiefer gesetzt. Sprich, man hat immer das Original-Federbeingehäuse scheinbar genommen. Ich blende dazu mal ein Bild ein. Wir haben einmal die 2 Federbeingehäuse. Ich habe die ausgebaut, ja, habe das verzinkte, überholte Fahrwerk mit den neuen Konidämpfern habe ich quasi neben das alte gelegt und da sieht man, dass eben auch schon der Schweißpunkt, also die Stelle des angeschweißten Halters abweicht von dem anderen KW V2, als hätte man sogar vor Ort irgendwie einen Versatz drin gehabt. Meine Thematik war, dass meine Federn erstens nicht mehr so gut aussahen, was irgendwie optisch auch nicht zu dem ganzen Restaurationsprozess passte. Verstellteller quasi schon arg in Mitleidenschaft gewesen sind. Ich habe das Fahrwerk ja vor über, ich glaube, 14, 15 Jahren ja auch gebraucht nur gekauft. Jetzt hatte ich das Thema aber, dass ich das neue Fahrwerk quasi aus dem Grund nicht einbauen wollte, weil du eben diesen Tiefgang nicht hast. Wer das nicht nachvollziehen kann, dem blende ich dazu was ein. Mein Gewindefahrwerk war, dazu blende ich jetzt mal ein Bild ein, also ich konnte die Antriebswelle schlippt direkt am Rahmen. Das war der tiefste Punkt, den ich rollen konnte. Und das hat mich gewundert, weil andere das mit dem neueren Fahrwerk nicht hinbekommen haben. Mein Plan war, dieses Fahrwerk neu zu bauen. Also habe ich sehr viel telefoniert, auch viele E-Mails geschrieben, auch an Koni geschrieben. Koni natürlich, nein, machen wir nicht mehr und die Dämpfer gibt es nicht mehr. Und die neuen Koni-Dämpfer für den Audi 80 haben irgendwie einen anderen Durchmesser. Also wenn ich jetzt einen Koni-Dämpfer kaufe, der
für einen Audi 80 geeignet wäre, dann passt er nicht mehr in das Federbeingehäuse des alten KWs rein. Das weicht ab um 2-3 mm. Du kannst auch das Gehäuse innen nicht aufspindeln. Ich hatte dann mit Koni ganz lange telefoniert und dann hat mir die Entwicklungsabteilung oder Entwicklungsabteilung hat mir dann eine Telefonnummer von einem Herrn, der viele Jahre bei Koni Ingenieur war, gegeben. Und mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen. Der war auch sehr freundlich, sehr entgegenkommend. Hey, Spaß gehabt! Und dann sind wir uns einig geworden, dass ich das mache. Heute ist er spezialisiert auf Oldtimer-Restauration. Das heißt, er baut die Dämpfer von Koni für Oldtimer um. In dem Fahrwerk von Daisy habe ich ja nicht mehr nur vorne Konis drin, sondern er hat mir die Konis tatsächlich so gebaut, dass vorne und hinten jetzt Koni-Härte verstellbar drin sind. Hinten im ausgebauten Zustand verstellbar, vorne im eingebauten Zustand verstellbar. Das Ganze hat mich keine 1000 Euro gekostet und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Muss jetzt allerdings noch einstellen. Ich habe gestern wieder eine Proberunde gedreht und habe gemerkt, es ist doch sehr hart. Ich habe mich da etwas übernommen, ich habe 180 Grad auf Plus gedreht und muss das dementsprechend noch etwas weicher machen. Das Einzige, was zu dem Ganzen noch dazu kam, waren die neuen Verstellteller, also die Aluteller. Das einzige Thema, was ich hatte, war, dass die Kolbenlänge insgesamt hat dann natürlich die Kolbenlänge von meinem alten Fahrwerk übernommen. Ja, wie es im eingebauten Zustand runtergedreht war. Dementsprechend sind die Kolben jetzt etwas kürzer. Das heißt, ich kann gar nicht mehr höher schrauben wie jetzt. Funktioniert gar nicht, weil das der Kolben gar nicht hergibt. Und deswegen ist das Fahrwerk jetzt so, wie es ist. Endstufe, fertig eingestellt, bin damit auch sehr zufrieden. Beide Stoßdämpfer zerlegt. Zum einen weichen die zwei Stoßdämpfer ab. Jetzt haben wir tatsächlich einen Unterschied zwischen dem KW V2 von Axel. Es sind unterschiedlich geschweißt. Ich mache jetzt mal ein Foto, messe mal den ganzen Spaß durch, damit wir dann am Ende sehen, warum ich die ganzen Sachen wieder umbauen muss. Ich möchte ja einfach das Fahrwerk so neu wie möglich haben, auch optisch. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte die Federn verbauen. Wir haben allerdings bei den Federn folgendes Thema. So, damit ihr das mal sehen könnt. Also, das ist meine kürzere Vorspannfeder. Ihr seht, die Windungen sind deutlich dünner. Nicht so stark wie die normale Vorspannfeder. Ja, das kann man hier sehen. Das ist auch die Vorspannfeder. Das sieht man hier an der Kennung. 20, 60, 80, die normalerweise verbaut wird. Die hat eine Höhedifferenz von ca. 1,2 cm. Dadurch erreicht man natürlich eine optische höhere Tiefe, ohne dass man dementsprechend am Fahrrad noch was verändern muss. Die Hauptfeder, das möchte ich euch gern zeigen. Links ist meine 60-140, rechts 70-170. Warum ist das so? Diese Feder hat eine Gewindestärke von 10,1 mm. Diese von 10,5 mm, 17 cm Länge, 14 cm Länge. Dadurch ist es natürlich bei mir hier zu hier einen unterschiedlichen Gewindeabstand bekommen. Ne? Man kann das hier deutlich sehen. Regulär fahre ich oder bin ich vorher, bevor ich das Fahrwerk revidiert habe, bin ich vorher mit Gewindehöhe ungefähr 1,2-1,5 cm über dem Gewindeende gefahren. Und wenn ich auf dem Treffen war, bin ich teilweise auf Anschlag unten gefahren. War mit den Federn überhaupt kein Problem. Die Federn sind auch eingetragen, 60x140. Und jetzt muss ich halt klären, inwiefern sich das verändert, wenn ich die höhere Vorspannfeder drauf mache. Dann werde ich hier am Gewinde natürlich wieder runterdrehen müssen, logischerweise. So, jetzt könnt ihr es mal sehen. Wir haben unten die Federbeine jetzt einmal gleichgestellt. Das ist beides die Fahrerseite und wir haben eine unterschiedliche Höhe von dem Mittelteil. Sprich, das Teil ist bei mir tiefer geschweißt wie hier. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass man dann später mal gesagt hat, man entwickelt eigene Fahrwerke. Das ist aber jetzt nur Theorie. Wichtig ist es erstmal,
Damit ihr versteht, warum ich überhaupt das Auto so tief schrauben konnte. Meins ist tiefer geschweißt gewesen wie das. Beide sind tiefer geschweißt wie die jetzigen aktuellen V1-Varianten. Also man kann mit den neuen Fahrwerken tatsächlich ohne irgendwelche Modifikationen nicht tiefer fahren wie mit dem, sondern mit denen fährst du tiefer. Oder beziehungsweise kannst du tiefer die Höhe einstellen. Die Kolben sind unterschiedlich. Das ist ein Koni-Dämpfer vom damals. Die sind härteverstellbar gewesen von Koni und dementsprechend auch in dem KWV2, was damals noch zu kaufen gab, verbaut worden sind. Das ist der neue Koni-Gelbdämpfer härteverstellbar, den ich habe bauen lassen. Wir haben unterschiedliche Kolbenlänge. Das heißt, wir müssen jetzt hier natürlich schauen, inwiefern wir jetzt den Gewindeteller wieder runterdrehen müssen, weil wir haben natürlich nicht so viel Spiel für die Federn wie jetzt hier auf der Seite, ne? Ohne dass da jetzt in irgendeiner Form der Fahrkomfort eingeschränkt wird. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir mal das Bein wieder rein. Jetzt haben wir natürlich oben die richtige Vorspannfeder drin. Mach jetzt bloß noch die Schrauben fest, die Kurbelstange, und dann gucken wir mal, was es ausgemacht hat. Was nämlich auch ganz wichtig ist, ich habe eine kleine Theorie und zeige gleich eine Befürchtung, so wie immer. Es ist ja nichts Neues, dass ich alles an dem Auto selber mache, dementsprechend auch Fehler mache. Ich gehe schwer davon aus, dass ich niemals eine 70-170 Feder verbauen kann mit 3 cm mehr Länge. Weil das die Kolbenstange gar nicht hergeben würde. Ich müsste dann dadurch höchstens die Vorspannfeder wiederum weglassen. Dann würde das funktionieren. Weil die Feder hätte trotzdem Vorspannung. Jetzt testen wir mal. Schauen wir mal. Erkennen. Jetzt ist natürlich auf der anderen Seite das Rad unten. Dementsprechend ist auch Spannung auf dem Stabi. Aber ich werde trotzdem eine gekürzte Kolbenstange verbauen. Das ist zu groß, die Spannung, und drückt dementsprechend den Stabi runter auf den Rahmen, was mir nicht so gefällt. So, während ich hier die tatsächlich zusammenstauchen kann, kann ich das bei der nicht. Also entweder ist meine schon einfach ein bisschen weicher geworden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es gut, dass wir die tauschen. Ist auch gut, dass wir die Dämpfer nochmal tauschen. Bei mir war die Schutzkappe war mittlerweile schon kaputt. Die tausche ich jetzt auch gleich durch. Ja. Könnt ihr jetzt mal sehen. So ist es richtig. Die war auch kaputt. Und ich werde auch gleich noch einen Federteller tauschen. So, ein Gutachten haben wir auch ein Kontrollmaß von 6 cm maximales Restgewinde. Ich hatte hinten schon höher gedreht. Wir haben jetzt 5. Das heißt, 1 cm muss ich noch hoch. Ich habe ja hinten jetzt Härteverstellbare. Da gibt es von Koni so einen schönen Zettel, inwiefern er quasi eingestellt werden kann. Ja, jetzt könnt ihr das sehen. Ne? Also da ist das wunderschöne Rädchen dabei. Vorne sind die im eingebauten Zustand Härteverstellbar, hinten nicht. Deswegen werden die hinten, müssen wir jetzt mal gucken, die haben eine feste Stellung, 180 Grad kann man quasi verstellen. Und je mehr man dann macht, 360 Grad, maximal 720 Grad, wird es dann immer straffer. So viel zum Thema Fahrwerk. Ich nehme euch mit auf die Reise für die ganzen Testfahrten, weil wir müssen die ersten 1000 Kilometer von dem Motor logischerweise erstmal abspulen, zwischendurch noch 2-3 Ölwechsel machen und dann denke ich mal, können wir dann so langsam ans Einstellen. Also bis dann. Danke fürs Zuschauen.